Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine wunderschöne kleine funkelnde Schneemannkarte, die auch ein bisschen was kann, weil der Schneemann, der ist ja schon voll in Fahrt und der kann hier mit seinen Schlittschuhen durch die Gegend sausen. Und das ist auch süß, weil der Wind so reinbläst, also man fühlt richtig mit, wie der hier im Schneegestöber glücklich ist. Und innen drinnen habe ich noch einen Spruch mit lieben Gedanken und den allerbesten Wünschen. Und hier unten diesen kleinen anderen total süßen Schneemann, der hier Luftsprünge macht. Also ich finde es total süß. Als Alternative hierfür kann man natürlich auch die beiden Schneemänner nehmen, die sich umarmen und das Herz halten. Also die finde ich auch total süß. Oh, vielleicht gibt es dann noch eine Liebeskarte. Mal gucken, aber ich finde die total goldig. Okay. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Und die Idee dazu kam mir, als ich ein bisschen rumprobiert hatte für Halloween, wollte ich eigentlich so eine kleine Karte machen als Katalog-Goodie. Es hat sich dann anders entwickelt. Ich habe dann was anderes gemacht. Aber da wollte ich, dass die Katze auf dem Besen fliegt, beziehungsweise der Besen mitfliegt. Das habe ich dann ein bisschen anders gemacht. Aber so eine kleine Idee hat mir das irgendwie halt einfach gegeben. Und jetzt habe ich daraus halt eine Karte gemacht für euch. Okay. Ich habe auch für die Karte schon ziemlich viel vorbereitet. So, wir haben ja im letzten Video schon die Grundkarte quasi vorbereitet gehabt. In einem der letzten Videos. Ich weiß nicht genau, wie sie alle nacheinander kommen. Ich habe hier eine Karte, die ist flüsterweiß in 28 x 11 cm und gefalzt bei 14 cm. Und da habe ich mit der Stanzform, die heißt Schneezauber, stimmt das? Ja, Schneezauber, habe ich hier schon mal die ganzen Schneeflocken ausgestanzt. Und das Ganze hatte ich mit einer Klebematte versehen von diesen Klebeblättern, damit das auch schön klebt, wenn ich die Schneeflocken dann einzeln aufklebe, dass die dann schön kleben. Und deswegen ist hier eben noch die Klebematte drauf. Die hat genau die gleiche Größe wie unsere Stanzform. Und somit haben wir jetzt schon unsere Grundkarte quasi fertig. Genau. Dann habe ich noch ein Stück Flüsterweiß. Das ist 10 cm mal 4 cm. Dann habe ich ein Stück Marineblau in 27 x 10 cm, gefalzt bei 13,5 cm. Und noch ein Stück Marineblau, das ist 1,5 cm hoch, ein Streifen und ungefähr 14 cm lang. Das kürzen wir uns dann, wie wir es brauchen, noch ein. Und dann habe ich schon das wundervolle Stempelset mit den Schneemännern verwendet. Und zwar die Spirit Snowman. Und ich finde die einfach total klasse und goldig und habe hier einmal diesen super coolen Schneemann genommen. Also ich finde die echt toll. Und diesen Schlittschuh-Schneemann. Genau. Und dann habe ich noch als Spruch mit lieben Gedanken und den allerbesten Wünschen verwendet. Für innen rein aus dem Set Weihnachtshirsch. Und dann habe ich noch ein kleines, ganz kleines Sprüchlein. Und zwar das für dich aus dem Alles, Alles, Liebe Geburtstagskind. Wo ist es hier für dich? Das habe ich für die Frontseite benutzt. Oder benutzen wir jetzt dann für die Frontseite. Und ihr könnt diese Karte einfach auch verwenden für eine Winterkarte. Also ihr könnt da eine Geburtstagskarte draus machen. Eine Winter-Weihnachtskarte. Es muss nicht unbedingt eine Weihnachtskarte sein. Das ist eigentlich auch eine schöne Winterkarte. Für jemand, der jetzt im Januar Geburtstag hat oder einfach als kleines Mitbringsel im Januar, ist das auch gar kein Problem. Oder Februar. Also das ist eigentlich eher eine Winterkarte wie eine Weihnachtskarte. Die Schneemänner habe ich mir einfach in schwarz aufgestempelt und habe die dann mit den Stampin' Markern ausgemalt. Und den habe ich dann mit Hand ausgeschnitten und diesen hier habe ich mit den Stitched Frames ausgestanzt. Und zwar mit der größten Kreisstanze, mit diesem Stickmuster und habe dann außenrum noch die Schneeflocken gestempelt. Die sind auch aus diesem Stempelset hier. Also genau, das habe ich schon ein bisschen vorbereitet, weil damit das jetzt im Video für euch ein bisschen schneller geht. Und jetzt können wir eigentlich schon ans Zusammenbauen gehen, weil wir haben ja eigentlich schon alles gemacht. Das ist ganz praktisch. Okay, und wir legen jetzt mal los mit der Grundkarte, dass wir uns die zusammenkleben. Unser marineblaues Element kommt nämlich hier genau innen rein und ist dann hinten drauf, dass man diesen dunkelblauen Hintergrund schön sieht. Und dazu nehme ich mir jetzt mal die Klebefolie ab, die da ja noch drauf ist vom Ausstanzen. Das ist ganz praktisch, weil dann klebt es auch wirklich alles nachher schön flächig an. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es ja so fein ist alles, aber es hat sich jetzt sehr gut abgelöst. Hier ist noch ein kleines Eck,
Wenn wir nochmal drüber gucken. Ja, passt so. Und jetzt brauche ich eine ruhige Hand und versuche das da richtig schön drauf zu kleben. Weil diese Klebeblätter, die kleben wirklich extrem gut. Also ich lege mir das jetzt mal in der Mitte an, gucke, dass rechts und links ungefähr der gleiche Rahmen ist und hoffe dann, dass es gut funktioniert. Schaut ganz gut aus. Ups, bei mir ruckelt es ein bisschen. Also es sieht super aus und es klebt jetzt wirklich perfekt dran. Und dann nehme ich mir einfach auf die andere Seite Flüssigkleber und klebe mir die Seite auch noch fest. Und unsere Grundkarte ist schon mal fertig. Und jetzt, wenn wir schon am Kleben sind, können wir auch gleich innen reinkleben, unseren kleinen hüpfenden Schneemann. Und dann können wir auch gleich unseren schönen Spruch stempeln. Und zwar mache ich das Ganze jetzt in Babyblau. Und hoffe, dass ich einigermaßen die Mitte treffe. Aber wenn man nicht ganz gerade ist, ist auch nicht so schlimm. Aber es schaut eigentlich ganz gut aus. Bin zufrieden. Und dann nehme ich mir nochmal die Schneeflocken und stempel mir in Marineblau die noch leicht in den Hintergrund. Jetzt mal Schmierpapier unten drunter. Einfach so, wie es einem gut gefällt. Und jetzt machen wir schon den Effekt für unsere Karte. Und dafür benutze ich die Stanze Klassisches Etikett. Und ich stanze mir das jetzt durch meine beiden Seiten durch und ich bringe die Stanze genau so an, dass sie unten wirklich anliegt. Und ich mache das jetzt nicht ganz nach rechts, so, das mache ich eigentlich gefühlsmäßig, aber da lasse ich schon ein bisschen den Rand. Und dann hier gleich nebenan nochmal auch mit ein bisschen Rand. Eigentlich lasse ich so viel Rand, dass ich hier nichts Blaues mehr sehe. Und dann habe ich schon meine Fläche, in der gleich mein Schneemann sausen darf. Ich nehme jetzt meinen Streifen in Marineblau und schneide mir da so eine Spitze. Das muss man nicht machen, aber ich weiß nicht, ich fand das irgendwie da ganz süß und deswegen mache ich das jetzt hier auch. Und wenn ihr da so kleine Ränder habt wie ich weiß nicht, ob ihr das seht, dann kann man das noch ein bisschen nachschneiden. Dann rutscht der Schneemann ein bisschen besser, dass er sich nirgendwo verhaken kann. Das sieht man von innen ein bisschen besser als von außen, weil da ja die Schneeflocken sind. Genau, so schaut das jetzt viel schöner aus. Okay. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach meinen Spruch mit der Menschness aufkleben. Und die klebe ich wirklich sehr stark an den Rand oben hin. So, dass man hier hinten noch eine gute Bahn hat für unseren Streifen, dass das da nicht zu eng hat. Und ein Teil schneide ich mir einfach zur Hälfte ein Dimensional und klebe mir das dann noch so oben hin und unten hin, dass ich einfach ja eine schöne gleichmäßige Höhe habe, dass das nicht in der Mitte weiter runterhängt oder so. So. Da müssen jetzt nur noch diese Deckblättchen weg. Und dann klebe ich mir das hier richtig schön drüber und ich versuche meinen Streifen möglichst wirklich in der Mitte zu haben. Also das ist ein bisschen Gefühlssache, aber ups. Ja, ich glaube, das kriegt ihr ganz gut hin. Ihr könnt euch auch den Streifen einlegen und dann habt ihr noch an der Seite ein bisschen so ein, wenn ihr euch den so drüber legt,
habt ihr noch ein bisschen einen Orientierungspunkt. Und dann kann man das gleich mal ausprobieren. Also der fährt hier super durch. Okay. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir hier vorne noch unser Für dich reinstempeln können. Und das mache ich auch nochmal in Babyblau. Und hoffe, dass ich es jetzt schön treffe. Also da braucht man wirklich einen ganz, ganz kleinen Spruch. Jetzt können wir schon unseren kleinen Schneemann aufbringen. Und dazu nehme ich die Mini-Dimensionals und klebe mir 2 Stück davon auf die Schlittschuhe. Mache hinten die Klebefläche ab und dann klebe ich mir auf meine beiden Dimensionals, Mini-Dimensionals, nochmal ein paar Mini-Dimensionals auf. Also ich habe die quasi dann doppelt so hoch wie normalerweise. Somit verhindern wir, dass der Schneemann sich irgendwie verhakt an den Schneeflocken oder so. Und jetzt schiebe ich mir meinen Streifen so weit rüber, dass das komplette Weiße verdeckt ist und der aber an der Seite nirgendwo rauskommt. So. Und dann klebe ich mir meinen Schneemann an den beiden Schlittschuhen sehr weit rechts auf. So. Also das ist ziemlich weit hier drüben aufgeklebt und schon kann der sich den Wind um die Nase pfeifen lassen sozusagen. Und wir haben unsere Karte eigentlich schon fertig. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir das an der Seite ein bisschen kürze, dass es nicht ganz so weit raussteht. Aber so passt es schon. Und jetzt wird eigentlich nur noch ein bisschen verziert. Also wir haben innen schon richtig schön die Karte und außen. Und jetzt benutze ich noch ein paar Sachen zum Glitzern. Also einmal nehme ich diese Pailletten, die sind selbstklebend, in Weiß und die Perlen. Und dann verziehe ich einfach wild drauf los, dass da noch einiges aufs Projekt kommt. Innen rein auf die kleine Zipfelmütze von dem inneren Schneemann mache ich auch ein Glitzi. Und ich glaube, sonst habe ich innen, doch oben habe ich auch ein bisschen Glitzer hingemacht. Das machen wir jetzt hier auch. Auf den Spruch. Und dann wird außen noch ganz fleißig geklebt. Ich habe jetzt da ein bisschen drauf geachtet, dass ich nichts zu sehr in den Hintergrund klebe. Der Schneemann ist zwar schon sehr gut erhöht, durch das, dass wir 2 Dimensionals genommen haben, aber nicht, dass er sich irgendwo verhakt. Habe ich eher so außenrum dekoriert. Und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen mit Wink of Stella angeglitzert. Unser Schneemann natürlich. Und unser innerer Schneemann natürlich auch. Vielleicht auch noch die Schlittschuhe. Alles am besten, Schal und die Mütze auch. Ja, und schon ist unsere Karte fertig. Also ich finde die total klasse. Wir haben eine schöne Winterkarte, die glitzert und funkelt und ich finde sie ganz toll. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne meinen Kanal abonnieren und werdet immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke aktiviert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. Ganz viel Spaß mit dieser Winterkarte und vielleicht könnt ihr die ja auch im Januar noch basteln. Ich wünsche euch jetzt wunderschöne Weihnachten, ein gesegnetes Weihnachtsfest, eine tolle Familie, keinen Streit, dass alle gesund bleiben, dass ihr kreativ bleibt. Genießt einfach die Weihnachtsstimmung und die Weihnachtszeit und die Ruhe und lasst die Ruhe ein bisschen einkehren bei euch zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.